Moin Leute, ja, ich laufe gerade durch unser DTQS Prüflabor, um euch was zu zeigen. Wir haben hier nämlich ein Schnittmodell eines großen LKW-Motors. Hier können wir den offenliegenden Verbrennungsraum sehen oder Verdichtungsraum. Wir haben den Zylinderkopf, den Kolben und das heutige Thema, die Laufbuchse. So, und damit willkommen zurück zu einem neuen PS-Tipps-Video. Ja, warum eigentlich das Thema Laufbuchsen? Ich habe hier ein paar Varianten rausgesucht. Den Kollegen, die hauptsächlich mit PKWs und kleineren Fahrzeugen arbeiten, wird das nicht so geläufig sein. Hier sind die Zylinderbohrungen meist direkt in den Motorblock eingebracht und die Oberflächen entsprechend behandelt. Wegen der Reparaturfreundlichkeit, der generellen höheren Kilometerlaufleistung und Belastung von zum Beispiel Bussen, LKWs, größeren Motoren, haben wir heutzutage fast ausschließlich Laufbuchsen verbaut. Die lassen sich natürlich leichter austauschen. Hier gibt es aber auch einige Dinge zu beachten und das wollen wir uns mal genauer anschauen. So, kommen wir nochmal auf die unterschiedlichen Bauarten und Varianten zu sprechen. Hier zum Beispiel haben wir eine flache Außenwand bei dieser Laufbuchse. Die wird direkt in den Motorblock eingesetzt. Im Motorblock selber befinden sich dann die Kühlkanäle. Das nennen wir da eine sogenannte Trockenlaufbuchse. Die hat keinen Kontakt mit der Kühlflüssigkeit. Anders sieht das bei einer sogenannten nassen Laufbuchse wie hier aus. Hier haben wir Kühlrippen an der Außenwand. Das heißt, das Kühlwasser kann direkt zwischen dem Motorblock und der Laufbuchse hindurchgeführt werden für eine bessere Wärmeabfuhr bei den heutigen Hochleistungsmotoren, die wir so haben. Die können wir hier genauso sehen. Und bei dieser Variante, wenn wir hier nochmal rüber schauen, haben wir eine weitere Besonderheit. Hier ist ein Feuerring mit installiert. Der sorgt durch den geringfügig kleineren Durchmesser hingegen der Lauffläche dafür, dass entstehende Kohle, Verschmutzung, Verbrennungsrückstände vom Kolben abgeschabt werden und durch das Auslassventil abgelassen werden. Das ist hauptsächlich wichtig für Fahrzeuge, die stark belastet werden. Bei all diesen Varianten und baulichen Unterschieden haben jedoch alle Laufbuchsen eins gemein und das ist der sogenannte Kreuzschliff. Wenn Ruf nochmal richtig nah rankommt, können wir den auch sehen. Der ist sehr wichtig für unsere Funktion der Laufbuchse, denn wir wollen einerseits erreichen, dass wir eine sehr glatte Oberfläche haben, auf denen der Kolben oder die Kolbenringe dann laufen können. Andererseits wollen wir auch sicherstellen, dass immer ein Geringstmaß am Schmierfilm bei der Kolbenbewegung zurückbleibt, da uns sonst der Schmierfilm abreißt. Und dafür ist dieser Kreuzschliff vom Hersteller, je nach Variante, je nach Modell, vorgegeben, in welchem Winkel der sein muss. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine Reparatur durchführen, wenn wir Kompressionsprobleme haben, wenn wir irgendwas im Brennraum, im Verdichtungsraum überprüfen, sollten wir immer den Kreuzschliff mit überprüfen. Falls der nachgeholt werden muss, brauchen wir spezielles Werkzeug. Dann müssen wir aber auch darauf achten, dass wir danach eine Vermessung machen, um sicherzustellen, dass wir noch die Toleranzen einhalten für die Kolbenmaße, für die Ringmaße und nicht auf ein anderes Maß umspringen müssen. Für einen Beispielfall habe ich einmal unsere Werkzeuge für die Innenvermessung, Zylinderinnenvermessung vorbereitet. Mein Sollmaß, das ich mir nach Herstellervorgaben rausgesucht habe, stelle ich mit dieser Bügelmessschraube ein und kalibriere danach meine Innenmessuhr. Die müsste bei meinem Erreichen des Sollmaßes genau auf Null landen. Wenn ich das hier einmal demonstriere, soll ich genau auf Null landen, ist mein Maß erreicht. Bewegt sich der Topfpunkt des Zeigers über die Null hinweg, weiß ich, mein Kolben oder meine Zylinderlauffläche ist im Untermaß. Andersrum ist der Totpunkt des Zeigers schon vor der Null erreicht, bin ich im Übermaß. Dementsprechend kann ich feststellen, habe ich zum Beispiel thermische Überlastung, ist meine Zylinderlauffläche verschlissen. Danach kann ich gehen, ob ich nacharbeiten muss, ob ich die Zylinderlaufbuchse austauschen muss oder nicht. Wir wollen natürlich nicht nur, dass die Teile schnell, sondern auch unbeschädigt und korrosionsfrei bei euch ankommen. Deshalb haben wir für die Laufbuchsen mehrere unterschiedliche Stufen an Verpackungsmaterial. Wir haben eine Grundeinölung am Artikel selber, dann folgt eine Schicht Korrosionsschutzpapier. Dann haben wir eine Plastiktüte, zusätzlicher Schutz vor Wassereintritt und gegen äußerliche Einflüsse nochmal eine Pappschicht. Alles zusammen kommt dann in unseren Karton und hier können wir auch nochmal sehen, speziellen Hinweis auf die Lagerung. Bitte immer darauf achten, dass die Laufbuchsen senkrecht gelagert werden, denn sonst kann es zu Verformungen führen, die dann eben zum Motorschaden führen können. In unserem Partnerportal findet ihr natürlich neben den ganzen Laufbuchsen auch noch die anderen Komponenten, die für solche Reparaturen oft benötigt werden, wie die Kolbenringe, die natürlich entsprechend sorgfältig verpackt sind, oder auch ganze Sätze, das heißt die Laufbuchse mit den passenden Kolben, Kolbenringe und den Kolbenbolzen, sowie die Sicherungsringe und die O-Ringe, das alles findet ihr da. Falls ihr zu den technischen Themen irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch auf jeden Fall an unseren Helpdesk wenden und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.